Herzlich willkommen hier zum nächsten Part. Dann wollen wir doch mal hier weitermachen. So. Was das jetzt wohl fühlt, ich habe keine Ahnung. Dann ist wieder eine Batterie, dass ich nicht rankomme. Ich habe das Gefühl, gleich wieder irgendwo reinzurennen. Dieses Tor werden wir uns mal merken. Wollen wir erstmal noch gucken, was hier so auf uns wartet. Eine Pflanze. Wow. Okay. Dieses komische Vieh mal wieder. Oh, das ging jetzt schnell. Oh. Was haben wir denn da gefunden? Streitkolben. Okay, können wir eigentlich vergessen. Ich will nicht als darauf skillen. Ich muss auch da liegen bleiben. Wenn ich dann jetzt... Wow! Okay. Ja, komm schon. So. Tatsächlich nur im Kreis gegangen. Okay. Dann gehen wir doch jetzt mal zu der Tür. Und schauen wir mal, was wir da. Ah, verdammt. Da kam doch noch einer, glaube ich. Genau. Komm schon. Mist. Ich renne natürlich wirklich jedes Mal hier einfach nur rein. Ich meine, ich habe ja nichts... Ich habe nichts Besseres zu tun. Man kann ja auch abwarten, bis der Feuerschein an einem vorbeigezogen wird. Ist ja jetzt so einfach. Mist. Weg damit. Muss ich doch mal in der kurzen Zeit rasten. Jetzt hat sie Hunger bekommen. Denn kein Mana, kein Leben. Ist ein bisschen schlechter Ausgangspunkt für mich. Und dann denke ich, dass das Level 7 hier jetzt gleich abgeschlossen sein müsste und wir dann uns nach Level 8 begeben können. Da bin ich jetzt mal gespannt. Das sollte genügen. Aha. Drei Faces. Komische Statue. Ein Totenkopf, sehr schön. Thank you.
Ah, okay. Was müssen wir hier tun? Was zum? Okay. Anscheinend muss ich da öfters mal was ablocken. Mist, verdammt. Okay. Anscheinend muss ich, um die Eisentür hier zu öffnen, wirklich die Angriffe hier ablocken. Mal gucken, ob wir es schaffen. Ach, verdammt. Ich bin immer etwas zu schnell. Hab Panik, dass ich die Dinger da nicht treffe. Zwar hier. Mist, da war noch einer. Okay. Also, zweimal hier. Und zweimal links. Dann rechts. Mitte rechts. Links. Links. Rechts. Mitte. Geschafft? Ha! Ja, schön. Dungeon Hero. Schriftrolle des Feuerpfeils. Okay. Feuerball und Feuerpfeil. Warum hat der die eigentlich noch? Der hat schon wieder komplettes Inventarfeuer. Was haben wir da weg? Keiner. Das kann da mal rein. So, dann haben wir hier Chitin-Stiefel. Okay. Ja, die geben wir ihm. Hier plus 4 Stiefel. Und er... Ach, er hatte schon plus 4, ja. Okay, nee, dann war es das damit. Stellen wir nochmal Heiltränke her. Und dann begeben wir uns wohl mal ins nächste Level hinein. Hier noch gerade ein bisschen sortieren. Habe nämlich ganz schön viele Gegenstände. Und dann können wir... Ach, okay, können wir noch einmal. Ich wüsste gerne, wozu diese Käfer gut sind. Aber okay. Wo ging's runter? Genau, hier. So, wie weit bin ich mit dem Part? Noch 2-3 Minuten können wir. Und wir kommen in Level 8, The Vault. Direkt nochmal 2 Pflanzen. Schriftrolle des Schockschildes. Sonst hier was? Nein. Hat nachgelassen. The Ward of the Dismantler. Okay, kann ich gerade nicht übersetzen. Ich höre irgendein komisches Geräusch. Ist jetzt wieder weg? Ne, jetzt wieder. Krabbelt irgendwas da hinten hinter der Wand. So, haben wir das Spiel mal gespeichert. Hier haben wir eine Notiz. Soll die uns hier irgendwas zeigen? Wahrscheinlich. Hm, okay. Gut. Da hat auch gerade was. Ah, Spinnen. Nett. Schauen wir uns hier mal noch ein bisschen um. Pflanze. Schlüssel für die nächste Tür.
Oh, okay. Wir können schon in Level 9. Tatsächlich. Wow. Okay. Dann würde ich sagen, gucke ich mir mal Level 8 noch ein bisschen an. Oder muss man schon in Level 9... Ich glaube, man muss in Level 9 gehen. Hier komme ich ja nicht dran. Hier komme ich auch nicht durch. Das heißt, ich müsste ja wahrscheinlich... Ich muss wahrscheinlich sogar schon ins nächste Level. Okay. Dann würde ich sagen, mache ich da im nächsten Part weiter. Bis dann.